So. Boah, krass. Oh. Da klebt ein bisschen Gehirn am Bild. Was ist das? Ah, ein Artwork. Das ist von dem Schiff, wo wir gelandet sind. Nice. Was liegt der Fall in der Ecke rum? Sieht übrigens sehr ungesund aus, die Haltung, möchte ich mal so sagen. Wo geht's weiter? Was? Ah, Waffenverbesserung. Ja gut. Machen wir gleich, sonst vergesse ich das. Waffen. Also, Ausrufezeichen haben wir zusammen. Das Sturmgewehr erstmal weiter verbessern, und zwar mit dem Doppelmagazin. Gefällt mir sehr. So, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey. Meins. So eine Drohne? Das ist so ein Ding, was Seth zusammen gebastelt hatte, oder? Am Schießstand. Okay, wir müssen hier scheinbar runter. Da können wir ja rüber. Gehen wir hier hinten lang. Einmal nicht so tief. Stalker. Sebastian Hoff. Finde das geil, dass die überall rumstehen und sich unterhalten. Gold. Ach, Gold. Ah, die Schätze sind auch Bilder. Das ist ja nice. Wo sind diese scheiß Drohne? Haben wir hier was Schönes? Ja, ein bisschen Munition. Mehr Munition. Okay. Laufen sie einsam rum. Ein bisschen aufpassen. Hier sind wir gerade lang. Will ich mal sehen, wie viel Messer ich noch habe? Nee, ne? Sind beide weg. Die Drohne ist da drüben. Habt ihr uns jetzt gesehen? Drohne auch mit dem Messer vom Himmel holen kann. Boah, es sieht aber echt nice aus, ey. Gefällt mir wirklich gut. Das ist bestimmt nicht so einfach, das ist so umzusetzen. Ah, fuck. Guten Tag. Oh. Kuckuck. Scheiß Drohne mal vom Himmel, Himmel geholt.
Munition. Rüstung. Geht's hier hoch? Ja, ich glaube nicht. Da hinten liegt auch noch Zeug. Hallo? Ist er gerade nach draußen gerannt? Es klang zumindest so, oder? Da hinten ist doch was. Ja, ein Artwork! Ah, von dem Gebäude, wo wir gerade drin sind. Oder? Ja, ich glaube schon. Schick! Ah, noch so eine scheiß Drohne, ehrlich? Nicht weiter. Wo ist er denn? Tschüssi. Ach, zur Polizeistation. Ach so, der sitzt hier nur rum. Der macht, der schläft bloß. Bist du denn hin? Mann, Medis. Ja, ja, Entschuldigung. Muss ja mal, bitte. Bin noch was? Okay. Oh, gestern hier lang? Ah, ach so. Ja, okay. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht, oder? Wenn der Kommandant ist doch ewig weit weg, wie könnte der denn Verstärkung, also wie könnte der denn mitkriegen, dass ja was los ist? Und wo geht's lang? Aber wir müssen irgendwie hier durchs Haus. Oh, dankeschön. Oh, noch ein Concept Art. Geil. Ah, von der Drohne. Schick. So. Aber wo geht's? Kommst ihr denn her? Achso, jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir ja weiterlaufen. Danke, 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 danke. Musik ist auch echt, also die musikalische Untermalung hier, die ist echt auch gut gemacht. Oder war? Meine Güte, können wir nicht mal kurz die Hand von der Maus nehmen, ey. Schon kommt er um die Ecke gedackelt. Betritt die U-Bahn. Alter. Einfach die Stahlträger weggedrückt hat. Nuklear Attack, neue Neos Shelter. Nein! Halt! Au ab! Au, Alter, was? Geht denn bei dir nicht ganz fit, Kunde? Alle um! Nee, hast du nicht. So mal mit Lügen hier. Hier hat man auch reingekonnt, oder? Ja, was haben denn hier für Fahrzeuge dabei? Die sehen immer geil aus. Auch nur ein Eingang. Also gibt es eine Menge im Wege scheinbar jedes Mal. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ich habe gerade Rüstungssymbol gesehen. Hallo, hallo, Rüstung. Egal. Noch ein Eingang. Was? Langer Weg zum State Building. Ah,
nein, Köter. Erleuchten Sie mir den Weg. Immer die. Ja, haben wir noch. Ah, wir haben ein Messer auf jeden Fall. Alter, also diese Drecksköter. Und einer von denen muss doch mal ein Stück näher kommen. Drei, Alter. Na gut. So, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt drei oder vier waren. Oh, eine Zeitung. Verbindung von Albuquerque Morden zum nationaler Sicherheit. New York, 12. Dezember 48. Die mysteriösen Albuquerque Morde an was an neun hiesigen Professoren im Oktober wurden von Staatsbehörden als das Werk eines vormals vom Militär zugehörigen psychotischen Studenten beschrieben. Eine Quelle mit Kontakten zur Untersuchung verriet dem US-Enquirer allerdings, ist die Zeitung so? Egal. US-Enquirer allerdings, dass die ermordeten Forscher in einer geheimen Militäreinrichtung Los Angeles Alamos in dem sogenannten Projekt Fliegenpilz arbeiteten. Wir haben die Polizeibehörde von Albuquerque um eine Stellungnahme gebeten. Dies wurde jedoch abgelehnt. Was das Projekt Fliegenpilz auch sein mag, wir glauben nicht, dass es etwas mit Straßenplanung in New York zu tun hat. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. So, mal gucken, wo sind die scheiß Köter? Drecksviecher, ey. Jetzt auch rein. Wo sind denn die hin? Wieso sind die weggerannt? Nein! Alter! Ach, krass. Blöden Viecher. Warte, ganz kleinen Moment. Mal ganz kurz, ganz fix. Oh, Mensch. So. Was? Fortsetzen bitte? Ja, danke. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg. So, renn die weg. Das sind so viele. Nein. Ach. Gib mir mein Beil wieder, bitte. Boah, wie ich diese Köter hasse. Das sind ein paar Mistdinger hier. Meine Fresse. Okay. Muss mal gleich mal was zu trinken wollen. Ich hab übelst Pappmaul. Wall Street Station. Okay. Nuclear Attack. Neuronius Shelter. Man hat sich also auf den Nuklearangriff vorbereitet. Was? Pocket Size Shrimp Pills City Edition. Produkt of USA. Was sind das, diese Shrimp Pills? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ich doch gesehen.
Wo bist du denn hin, Kollege? So, wir sind hier irgendwo in der U-Bahn. Da können wir unseren Dieselgenerator auftanken. Oder wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht. Munition. Das ist die andere Seite vom Waggon. Ah, okay, okay. Andere Seite vom Bahnhof. Der Langnomedis, Dankeschön. Wo sollen wir eigentlich hin? Ah, ne, wie war das? Ich will in den Ausgang einfach nur, okay. Hallo. Hier geht's weiter. Hier können wir aber auch raus. Na komm, hau ab! Alter, so viele von denen, ey. Und seine Waffe mitnehmen, brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Könnten wir sie aufladen. Ja. Dankeschön. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Wirklich, willst du Zug fahren? Ich mag Züge. So, jetzt könnten wir uns, falsche Taste. So, jetzt könnten wir uns den Schalldämpfer gönnen, oder? Die Maschinenpistole gab es, glaube ich. Nagelgewehr. Integrierter Schalldämpfer, genau. Den würde ich mir jetzt mal gönnen. Und danach vielleicht das Nagelgewehr. Und dann können wir jetzt praktisch mal auf die Maschinenpistole wechseln. Können wir mal ausprobieren. Aha, okay. Nein, das wollte ich nicht. Habe ich jetzt auf Q die... Ja, jetzt habe ich auf Q beide Waffen, oder? Wollen wir nochmal kurz hier aufs Sturmgewehr wechseln? Gut. Und das? Gucken uns kurz um und dann schalten wir mal den Zug ein. Ich nehme an, auf der Seite werden wir nicht fahren. Mit dem vielleicht? Ne, ich glaube auch nicht. Wunderbar mit dem, der hier steht. Oder? Ne, jetzt auch nicht weiter. Oder der macht uns bloß eine Tür auf. Das ist sinnlos. Hätten wir uns das Aufspringen der Tür auch sparen können. Dankeschön. Na gut, machen wir das mal. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Welcher denn? Ach, der hier. Ja, einfach voll aufdrehen. Das wird schon passen. Hau ab! Tag. Wie geht es Ihnen? Ich bleibe hier stehen. Ich werde schon mit denen nicht anlegen. Ich bin doch nicht bescheuert. Ehrlich. und jetzt? Kommen wir jetzt hier irgendwo raus? Aha. Was? Ich glaube, die liegen schon ein paar Tage hier. Und hier unten scheinen die sich einquartiert zu haben. Dann macht ja auch Sinn, bei einem Atomschlag zur U-Bahn zu gehen, oder? Kommen wir hier raus?
an, ich will da hin. Okay, wir können mit dem Zug wieder bewegen. Ja, aber ich will da hin. Geht's doch definitiv irgendwo hin. Wie sind wir denn reingekommen? Hä? Bin ich schon so verwirrt? Ich meine, ja klar, aber... Hier ist er mal rein. Das ist doch irgendwie dahin gehen. Und da ist ein Weg nach oben. Das Licht. Das ist vielleicht bloß Deko. Ich hoffe es mal, dass wir jetzt nichts verpassen. So. Aber wir machen jetzt mal hier eine ganz kurze Pinkelpause. Ich gehe mir was zu trinken holen, mal pinkeln und so weiter. Das heißt, wir sehen uns in 2-3 Minuten wieder. Bis gleich. So. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Ich liebe das übrigens, wenn Spiele Ladezeiten in Videos verstecken. Ist Scheiße. Optimal eigentlich. Ja, okay, komm. Scheiße. Ja, genau. Ja, genau. Schönen Flug, BJ. Alter, was? Ignorier den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Genau, hey, genau. Ja, Sie sollten wissen. Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. Oh, ja. Wild ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Was? Auf der Fifth Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Aber... Ich hoffe, das hat keiner gehört, oder? Das hat doch keiner mitgekriegt jetzt im Zug. Das haben wir doch schön leise und ordentlich erledigt, oder? Ist schon voll. Auch voll. Hallo? Au! Guck denn die Kamera dann auch wieder hin? Hier geht's hoch. Was suchen die denn hier eigentlich? Und da gucken die nur, dass es hier keine Überlebenden gibt. Weiß es nicht. Hey, Starkarte. Wo liegt die denn? Hä, wo genau liegt denn hier die Starkarte? Ah, hier hinten. Wen haben wir denn hier schönes? Danny Jones. Okay. Machen die hier? Die suchen doch irgendwas. Und die machen das doch nicht aus Jux und Tollerei. Was denn lesen? Wo denn? Ja, Tagebuch. Ne. Wo sind? Extras? Plan, Todeskarten, Konzeptart. Lesbares hier. Alter. Was? Krass. Alter, wie viel? Was ist das schon heftig? Tagebuch ist eines unbekannten Überlebenden. 23. Dezember 48. Zwei Tage seit der Bombe. Gestern fast gefunden. Verstecke mich in Kellern. Häuser stürzen ein unter der Erde. Okay, einige okay. Einige voller Toter. Manchmal sehen Leichen aus wie Leichen.
Albträume. Sandra schreit, bevor das Feuer sie auffrisst. Versuche nicht im Schlaf zu schreien. Regimesoldaten in gelben Plastikanzügen suchen. Töten alle und jeden. Einer hat auf die Wand geschrieben, schwarze Revolutionsfront. Muss ich finden. Schnell. Ich glaube, ich habe Grippe. Huste Blut. Okay. Alter, wie viel es hier zu lesen gibt, ey. Okay, jetzt sind wir hier und jetzt. Gibt's hier was? Außer viel Nebel und Qualm. Have you taken your German lessons? There you come, then. Oh, vielen Dank.